Erlaube dir selbst, mit deiner Atmung mitzufließen. Einfach und leicht. In dem Wissen, dass deine Atmung genau richtig ist für dich. Ich atme und mit jedem Atemzug befreie ich mich von all dem, was ich mitgebracht habe. Von all dem, was ich abgespeichert habe in mir. Von all dem, was mich bisher belastet hat. Ich atme, öffne mein Becken ganz weit und atme mich frei. Nimm wahr, wie deine Schultern sich öffnen mit jedem Atemzug und dein Becken diese wunderbare Schale bildet. Die Schale, um zu empfangen. Diese Schale, die sich öffnet, um dir Stabilität zu gewähren. Atme mit deiner ureigenen Leichtigkeit. Und mit jedem Einatmen den Atem fließen zu lassen bis hinab in deine Beckenschale. Und mit jedem Ausatmen den Atem strömen zu lassen weit hinaus über deinen Scheitel. Aktiviere deine kleine kristalline Kugel und lasse sie einfließen über die linke Nasenöffnung bei Frauen und die rechte Nasenöffnung bei Männern. Lasse sie aufsteigen bis zur Mitte deiner Stirn, um hier dein Stirnchakra zu aktivieren, deine Klarsicht zu schärfen und deine Zirbeldrüse zu stärken. Bade in diesem violetten Licht, welches sich erströmt über deinen Körper, welches sich ausdehnt in dir und beginnt, alles zu transformieren, was sich nun verändern möchte. Fühle die Kraft deiner kleinen kristallinen Kugel. Fühle die Kraft in deiner Zirbeldrüse. Und genieße den Beginn der Transformation. Weiter. Ist die kleine kristalline Kugel in die Mitte der Mitte deines Kopfes, um auch hier all deine Zentren zu eröffnen, dich zu erwecken und dein Gehirn in seiner vollen Kapazität zu unterstützen. Genieße die Momente der Durchlichtung. Genieße die Momente der Eröffnung und erkenne, welch wunderbares, multidimensionales Wesen du bist.
weiter fließt die kleine kristalline Kugel hinab zum Gaumen, zur Kehle, um deine Sprache zu reinigen, zu klären, die Worte fließend zu gestalten und dich mit dieser Heilkraft zu verbinden, mit der du ausgestattet bist. Heilende Worte, klärende Worte, Worte der Umhüllung, Worte der Reinheit. Genieße dieses wunderbare blaue Strahlen und bemerke, wie deine Gedanken, deine Vorstellungen, deine Worte beginnen sich zu klären und wie von selbst zu sortieren. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel hinein in dein Herz. Um dein Herz zu öffnen. Deine Herzenskraft auszudehnen. Deine Liebe anzuregen. Deine Verletzungen zu heilen, durch das Strahlen dieser wunderbaren grün-rosa Energie, welche jede Zelle, jeden Bereich deines Körpers, deiner Augenkörper durchdringt. Ich bade im Strom der Selbstliebe. Ich genieße meine Selbstfürsorge. Ich erfreue mich an der Liebe in meinem Leben. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel hinab zu meiner Wurzel, um mich zu verbinden mit meinen Ahnen, zu verbinden mit meiner irdischen Kraft, mit meiner irdischen Familie, um mir so meinen Antrieb zu erleichtern, meine Wirkungskraft auszudehnen und über diese wunderbare tiefrote Energie die Freude zu bringen an meinem Leben. Das Wissen, dass ich wirke mit meinem gesamten Dasein. Fühle diese Kraft in deinem Becken und das Erwecken deines Sakralchakras. Diese wunderbare Kraft der Kreation, der Kreativität. Dieses wunderbare Strömen des orangefarbenen Lichtes, an dem du dich erfreuen kannst. Und eintauchen kannst in das Wissen, dass du Gestalterin deines Lebens bist. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel nach oben hinein in dein
Solarplexusbereich. Um dein machtvolles Bewusstsein zu eröffnen und in dir die Strahlkraft der Ursonne zu erwecken. Dieses Leuchten in dir, welches sich ausdehnt über diese strahlend gelbe Energie, in der du dich baden kannst und dich erfreuen kannst an deiner wunderbaren Schönheit. Genieße dieses Farbenspiel und kehre ein in deinen Punkt des Lichts, zwei Finger breit oberhalb deines Nabels in der Mitte deines Körpers. Finde hier deinen Ruhepol, den Ursprung deiner Seele, den Sitz deines Bewusstseins. Und kehre ein in diese glückliche Verbindung, diese kristalline Umhüllung deines Selbstes. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass du ein strahlendes Selbst bist. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass du verbunden bist mit allem, was da ist. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass alles Lebendige ausgestattet ist mit diesem wunderbaren Kern, mit diesem wunderbaren Ursprung, dieses strahlende Selbst, dieses allwissende Sein, das in jedem Menschen, in allem Lebendigen vorhanden ist. Öffne dich dafür, das Lebendige zu begrüßen, indem du all die Menschen in deinem Umfeld als das erkennst und anerkennst, was sie sind. Strahlende Lebendigkeit. Ich grüße das Göttliche in mir. Ich grüße das Göttliche in dir. Betrachte all die Menschen, all das Lebendige rund um dich auf diese Art und Weise. Und sieh zu, wie sich vieles beginnt zu wandeln. Nimm wahr, wie sich über dieses Annehmen, über dieses Anerkennen Schwierigkeiten auflösen, Lösungen sich zeigen, du in der Lage bist, all die Wesen rund um dich auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen.
sie wertzuschätzen, zu lieben. Du hast die Wahl, am Problem behaftet zu bleiben oder darüber hinaus zu sehen und den Menschen so zu sehen, wie er wahrhaftig ist, in seinem Ursprung, in seiner Urgestalt. Manchmal braucht es nicht mehr, als sich zurückzulehnen und wahrzunehmen, wie sich der innere Kern des Menschen beginnt zu gestalten, zu wirken und das Licht strahlen zu lassen. Manchmal braucht es nicht mehr, als sich selbst daran zu erinnern, dass du ein strahlendes Wesen bist. Und dass dieses strahlende Wesen in jedem von uns vorhanden ist. Manchmal braucht es nicht mehr als diese Wiedererinnerung, um Veränderungen herbeizuführen. Ohne große Worte, ohne große Taten. Erlaube dir selbst zu strahlen aus deinem Innersten heraus und durch dein Vorbild, durch dein Sein, durch das Wissen, das du hast, dass jeder Mensch diesen strahlenden Kern besitzt, dem anderen dabei zu helfen, seinen eigenen Kern wiederzufinden, sein Leuchten wiederzuerlangen und seine Urbrillanz wieder leben zu können. Sei das Vorbild, das du bist.
und verneige dich vor der Brillanz, vor der Strahlkraft, vor dem Lebendigen in jedem Menschen, in jedem Wesen. So trägst du bei zur Entfaltung. So trägst du bei zur Transformation. So trägst du bei zur Durchlichtung. So trägst du bei zum Erwachen. Verbinde dich selbst mit deinem Symbol der Verbindung. Erwecke dein Feld der Reinigung, um dich zu reinigen, zu klären. Und deine Zellen zu erneuern. Aktiviere dein Feld der Stabilität und genieße diese Verbindung, welche dadurch entsteht. Dieses Wissen angebunden zu sein, stabil zu sein in allen Lagen deines Lebens. Lichtsäule zu sein, immer und alle Zeit. Öffne dich für dein Feld des himmlischen Friedens und tauche ein in diesen Frieden, der dir die Kraft gibt, Frieden zu leben, Friede zu sein.
Öffne dich für dein Feld der höheren Dimensionen. Um dich zu verbinden mit dem Urwissen der höheren Dimensionen. Der Möglichkeit, neue Energie zu generieren, neue Bilder, neue Gedanken. Mit deinem goldenen Strahl alles in dein Leben hereinzubringen, was du benötigst, um ein Leben in der Freiheit, der Leichtigkeit, der Gesundheit, der Glückseligkeit zu leben. Sprenge deine Grenzen. Sprenge deine Vorstellungskraft und verbinde dich mit der Unendlichkeit, mit der Vielfalt, mit der Großartigkeit. Lasse deine Energie weit hinausströmen. Lasse sie wirken, wo immer du bist, was immer du tust. Genieße deine Allverbundenheit und das Lebendige, Brillante in dir. Lasse all deine Vorstellungen los in dem Bewusstsein, dass du es bist, welche verbunden ist mit dem göttlichen Strahlen, mit dem göttlichen Sein, dass du alle Zeit darauf zurückgreifen kannst, was auch immer ist. Beginne zu atmen und zurückzukehren ins Hier und Jetzt. In diese Zeit, in diesen Raum, in deinen Körper. Nimm noch einige tiefe Atemzüge und komme an, in dir selbst, in deinem Dasein, in diesem heutigen Tag.